Es geht weiter, wir spielen Dark Souls 2 mit den Donuts und wir sind noch im Tutorial, haben aber schon ein paar gruselige Gestalten gesichtet und der Controller wurde getauscht, aber ist keiner gestorben. Ja. Ich hab die Pause... Oh. Ich wollte gerade sagen... Da ist kein Gegner im Spiel gewesen und ich kann schon wieder zocken. Großartig. Ich wollte gerade sagen, ich habe die Pause genutzt, um das Joypad an mich zu nehmen und es wurde gerade gesagt, es ist noch keiner gestorben. Nichts passiert und ich sterbe. Was ist da los? Du bist ins Wasser gefallen und damit hast du dich zum Horst des Tages gemacht. Der als erstes stirbt. Ich habe den Award nicht bekommen, finde ich großartig. Und gerade haben wir es wieder gesehen. Das, was wohl die meisten Leute in den nächsten geschätzten 10 Jahren sehen. Ihr seid gestorben. In großen, roten, blutroten Lettern. So, und damit sind wir auch wieder beim Leuchtfeuer. Danke, Alex. Dann können wir ja mal wieder loslegen. Wir wissen jetzt ja, wo wir hergehen müssen. Oh nein. So ein Ärger. Also, da habe ich extra angekündigt, dass ich mich hier als der Noob präsentiere und also Nomen est Omen. Wie soll man auch wissen, dass man in Rüstung nicht schwimmen kann? Ja, eben. Ohne Helm. Ja, nu, aber dann machen wir das alles nochmal. Brauchen wir jetzt ja nicht mal alles lesen. Hier, so sterben, so sterben, so sterben. Dankeschön, tschüss. Nächster, anvisieren, sterben. Dankeschön, tschüss. Kannst du jetzt auch schon mit dem starken Schlag zuschlagen? Oder? Ja, genau. Das ist auch der Klassiker. So, lesen tun wir das alles nicht mehr, weil das wäre das Tutorial des Tutorials. Der möchte, dass man wegrennt, aber den haue ich einfach kaputt. So, Drecksack. Und das ist nämlich auch ein großer Teil immer von dieser ganzen Dark Souls, Demon Souls Franchise gewesen. Ein bisschen auswendig lernen, was halt irgendwie so passieren könnte, wo die Säcke stehen und so weiter und so fort. Weil es spawnt ja immer alles wieder neu. Wenn man zum Beispiel ins Wasser fällt. Man könnte sagen, das ist altmodisch, aber oldschool nennt man das, glaube ich, höflich. Ja, stimmt. Oldschool ist immer die höfliche Beschreibung. Aber das ist mir alles lieber als so ein komischer Schnickschnack. Aha, da ist doch jemand gestorben. Da. Mir ist sowas immer alles lieber als so ein Schnickschnack. Zack. Ich will halt wissen, Rollenspiele und Action-Rollenspiele wie dies hier dürfen für mich gerne so klassisch wie nur möglich sein. Ich will gar keinen Schnickschnack mit so Quicktime-Events und so einem Gedöns großartig haben. Ist das jetzt da, wo ich gleich gestorben bin? Du bist da hinten gerade eben gestorben. Wir haben das Blut da, der Blutfleck warst du. Ja, okay. Also ist es wie bei den alten Dingern, dass du deine, wenn du auch Equipment hast und sowas alles und deine Seelen, die kannst du da wieder einsammeln? Genau. Stand gerade gut zurückerlangt, von daher... Alex, soll ich dir die Genugtuung geben? Möchtest du jetzt weiterspielen von hier aus? Komm, bitteschön. Das ist meine Samariter-Nummer Dark Souls 2. Ein einziges Mal. Schauen wir, wie lang es hält. Eieieiei. Einen habe ich weg. Aber ich habe auch einen Pfeil in mir drin stecken. Einmal hier alle. Ich kann auch rückwärts ausweichen, das habe ich gerade gelernt. Weg ist er. Mal, ob da noch irgendwas liegt. Ich gehe mal hier oben hin. Gegenstand aufnehmen. Das lohnt sich nämlich in der Tat wirklich. Es gibt ja durchaus so Leute, die bei Games einfach durchrennen. Irgendwie sehen den nächsten Gegner am Horizont, rennen hin und schlagen dem den Schädel ein, richtig aufs Fressbrett. Ich gucke mich lieber erstmal um, weil es gibt immer Sachen zu entdecken und immer Sachen zu finden. Und das ist bei Dark Souls lebenswichtig, überlebenswichtig. Direkt, warum sehe ich denn so aus? Ja, du siehst nicht so richtig gut aus. Alex ist grün im Gesicht. Ich hab grad einen Lebensstein benutzt. Ich dachte aber, dann sehe ich doch eher aus, jetzt hier gerade wie angegammelt. Ich hatte mal einen Teller Fischstäbchen. Der sah so aus oder sahst du danach irgendwo So aus? Nee, die Fischstäbchen sahen so ein bisschen aus wie ich dann jetzt gerade. Fischstäbchen mit Frisur bin ich jetzt. So, ab in den Nebel. Ja, das ist im echten Leben. Das Fischstäbchen mit Frisur geht ab in den Nebel. Aber was ist denn los mit mir? Wahrscheinlich ist das der normale Menschenzustand, dass man eine verweste Leiche ist oder sowas. Ihr, gebt uns weich. Das wäre schon fast ein bisschen kauzig und nett. Ja, dann gib denen doch weich, Alex. Gib uns weich und gib uns seidig. Was man halt so sagt, wenn man sich trifft. Ja, bei uns vor der Bühne wird das halt sehr oft gerufen halt von den Fans. Gebt uns weich und gebt uns seidig, aber von uns gibt es nur hart und leerig. Okay, runtergeklettert. Ich halte mich ganz gut bis jetzt. Also ich bin irgendwo runtergefallen. Da hinten ist der große Samson.
Cool, hättest du jetzt so Fernattacken und sowas am Start, könntest den super anvisieren und könntest den einfach von da oben vom Berg aus kalt machen, aber nein. Ich weiß jetzt gar nicht, bin ich hierher gekommen? Nee, ich gehe hier jetzt lang, ne? Wo kam ich hierher? Ja, da kommen wir her. Du bist wieder, da sind wir wieder zum Leuchtfeuer gegangen. Da bist du gar nicht gestorben, Alex. Was ist los? Also wir könnten jetzt auch einfach uns noch umentscheiden und nach Hause gehen. Verstehe, alles klar. Ja, okay, dann erste Tutorial haben wir durch. Dann würde es jetzt da rechts weitergehen zum nächsten Tutorial, oder? Ich muss ja erstmal die Steuerung ein bisschen checken. Kannst du in den Netflix hier in dem Linkshänder-Shop, da kannst du das Schwert kriegen. Kann man springen oder springt der automatisch? Oder? Auf dem Schild. Am besten immer. Ja, und Alex ist wieder ins Wasser gefallen. Spitze, dann kann ich ja wieder. Ich glaube, du musst sprinten und dann kannst du aus dem Sprint heraus springen. Okay. Ja, alles klar. Also es passiert, wenn man beim Tutorial nicht richtig aufpasst, ja? Wenn man die Steine nicht liest, ja. Könnten ja nochmal eben kurz die Designer von dem Spiel fragen, ob die noch so eine Edition für dich rausbringen, wo immer steht, Alex ist gestorben. So, und da sind wir wieder am Leuchtfeuer. Das ist schön ist das hier. Ingo 0, Alex 2 oder 3? Wie oft bist du jetzt gestorben? Und beide Male durch Wasser. Es ist extrem dumm, ne? Das ist schon fast ein bisschen niedlich eigentlich, ne? Dass man bei diesem Spiel die ganze Zeit ertrinkt. Überall todbringende Fallen und er geht freiwillig ins Wasser. Aha. Komm mal her. Ach genau, das habe ich gar nicht gemacht, das Anvisieren. Dabei mag ich das doch so gerne. Tja, so kann es gehen. So, da sammle ich mal wieder auf, was dem Alex verloren gegangen ist. Aha. L3 beim Sprinten, Sprintsprung. Das heißt, ja, okay, so war. Rennen wir Kreis und. Genau, und dann. Ah ja, alles klar, okay. Got it. Ist gar nicht so einfach mit dem Drüberspringen. Ja. Nehmen wir. Gelbes Kraut. Kann man immer gebrauchen. Zigarette reindrehen oder so. Naja. Ja, komm hier, das testest du mal. Habt ihr das gesehen? Jetzt muss ich nebenbei Ingo 1. Jetzt muss ich nämlich. Boah, wir werden so fertig gemacht werden in den Kommentaren unten drunter. Finde ich völlig in Ordnung. Gebt mir euer Schlimmstes. Jetzt muss ich aber, glaube ich, um Ingos Reste einzusammeln, was ja schon widerlich genug ist. Glaube ich, über das Loch springen. Schauen wir mal, wo ist das platziert. Aber wir schauen mal, ob ihr es schafft, tatsächlich jetzt hier irgendwie eine Stunde zu spielen und ihr sterbt nur durch Wasser. Das finde ich eigentlich auch schon ziemlich gut. Und? Ja, yeah, Mann, ja. Yeah. Aber zurück. Jetzt musst du zurück. Sehr gut. Ich frage mich die ganze Zeit, wer da eben gefragt hat oder gesagt hat, gebt uns seidig und gebt uns weich. Naja, du standest in so einem Vogelnest, also wahrscheinlich irgendwas, was fliegen kann. Das heißt, man wird wahrscheinlich irgendwie so einen Silk Cloth oder so irgendwo finden, in das Vogelnest packen und dafür kriegt man was oder so. Durchsucht eure Umgebung. Darf, jetzt findest du da bestimmt seidig und weich. Ich habe erstmal hier gerade hart und spitz habe ich abgekriegt. Ich weiß gar nicht, also wie komme ich denn, kann ich den Baum umschmeißen? Ja. So, jetzt kriegst du aber hier. Nein! Langen Hafer. Ey! Nein, nicht mit dem Ding hier. Das ist ja unangenehm. Kann ich mich heilen? Ich suche erstmal weiter. Da hat es gerade auch noch nach Nebel irgendwie ausgesehen, aber ich würde nicht empfehlen, da runter zu gehen. Doch, klage ich da runter. Oh, naja, also von oben in die Mütze. Oh, nein. Hier, Ingo, du bist hier. Alles muss man selber machen. Ja, nu. Aber es ist nicht zu viel verraten worden. Man stirbt in der Tat oft und sogar beim Tutorial. Und das ist ja auch nicht so oft irgendwie der Fall. Also Tutorials sind ja normalerweise Idioten sicher. Jetzt haben wir hier aber Idioten sitzen. Und auf einmal.
Es ist ja jetzt auch nicht ein Tutorial, das anfängt mit, bewegen Sie den linken Stick, um zu laufen. Nee, genau. Ich meine, das wird ja irgendwie schon vorausgesetzt. Aber trotz allem sind ja die Gegner, die stehen ja auch nicht einfach nur da und haben keine Schwerter in der Hand oder irgendwie sowas. Also da ist ja schon ein bisschen mehr los. So. War das eigentlich jetzt der erste Gegnertod? Ja, das war der erste Tod ohne Schwimmen. Ohne totale Dummheit. Nur extreme Ungeschicktheit. Okay. Soll ich es also nochmal probieren, da in das Loch reinzugehen, wo du gerade warst? Du bist aber von der Seite irgendwie angegriffen worden, von hinten, ne? Gucken wir mal gerade. Da steht der Drecksack. Alles klar. So. Und da oben ist der Heini, der dir in die Mütze geschossen hat. Na gut. Sag mal nett von dem, dass er nicht geschossen hat, als ich auf der Leiter war. Danke dafür. Und jetzt stirb. Mal weiter gucken. Nichts zum Einsammeln. Fine by me. So, und ab in den Nebel. Ich finde ja übrigens diese Geschichte mit den Phantomen, ne? Das ist was, was mich latent total stresst, dass ich denke, ich will hier niemandem was Böses, mir wollen genug andere was Böses und dann kommt auf einmal noch so ein Phantom und macht einem das Leben schwer. Aber das wird zumindest ja nicht im Tutorial passieren, ne? Nein. So. Den können wir wieder umschmeißen. Das finde ich gut, dass man mit der Umgebung so ein bisschen interagieren kann. Das macht noch ein bisschen mehr Spaß, alles genauer zu untersuchen. Ja, außerdem ist ja auch lebensnah. Ich meine, wir gehen auch in Münster gerne öfter in den Wald und treten Bäume um. Da oben ist wieder das Nest. Ah, okay, dann sind wir wieder an dem. Ich will da nochmal hoch. Ich will da nochmal eben kurz an dem Nest gucken. Habe ich in meiner Jugend auch für gemacht. Ich komme aus Münster. Ach nee, ja. Bäume umtreten in Münster? Das ist der Hammer. Ja, alle am Schlossplatz, hast du gesehen. Könnte man über den Vorsprung doch bestimmt da runterfallen. Probier das doch mal am besten aus, Ingo, wie du da so die Landung hinbekommst. Das muss doch möglich sein. Ja. Seele eines namenlosen Soldaten. Sehr schön, nehmen wir. Zündet Wandleuchter mit einer Fackel an. Haben wir denn sowas wie eine Fackel dabei? Inventar. Nee, noch nicht. Ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass Fackeln ein ziemlich wichtiger Bestandteil der ganzen Geschichte werden, weil es wird dunkel werden. Wagen kaputt, Fackel da. Alles im echten Leben. Zerschlagt ja auch Wagen in Münster. In Münster eher Fahrräder. Wagen werden ja nicht so oft benutzt. Münster ist ja eine Fahrradstadt. Wo haben wir denn? Es gibt ja hier nichts Fackeliges. Es muss doch hier eine Fackel geben. Wir sind ein Ritter. Wir werden aus dem Hintergrund von Leuten von Bandai Namco irritiert, damit es noch schwieriger wird. Ich habe jetzt zumindest schon mal den Dolch in der linken Hand. Sehe ich ein bisschen gefährlicher aus. Ich finde eigentlich, Waffen brauchst du gar nicht mehr bei der Visage. Boah, ist eigentlich, ja, aber das, weißt du, wie oft ich das höre? Wahrscheinlich haben andere Charakterklassen direkt eine Fackel mitgekriegt. Und wir haben ein grünes Gesicht. Aber es ist auch in Ordnung. Wir gehen jetzt erstmal zurück und kloppen ein paar Leute kaputt, weil wir unglaublich frustriert sind, dass wir ein grünes Gesicht haben und keine Fackel. Alles wie im echten Leben. Ich finde, das ist eine gute Motivation für eine Figur. Oder? So. Oh. Also das ist doch jetzt wirklich... Ja. Ja, genau. Und genau... Ach, geil. Genau aus solchen Gründen spielt man nämlich so ein Spiel. Genau für diese Momente. Guck mal, hat er direkt auch sofort eine noble Bräune gekriegt im grünen Gesicht. So. Kleinste Urlaub der Welt. Gucken noch mal. Ja, das müssen wir kurz genießen. So gut. Dieses Ferienressort ist auf Untote spezialisiert.
Oh, das müsste dann im Tecklenburger Land sein. Ich glaube, alle Leute von außerhalb von Westfalen wissen irgendwie nicht, wovon wir reden. Man stelle sich ganz viele Omas und Opas vor, die den ganzen Tag Kaffee trinken und über einen Jägerzaun gucken. Alles halt wie hier. Nur, dass die wahrscheinlich wissen, was sie mit ihrem Fackelchen anfangen sollen. Ich gucke mal erst mal hier unten, was hier noch so ist. Ein bisschen was aufsammeln, bevor ich da wieder in die Höhle gehe. Göttlicher Segen, kann man immer gebrauchen, nehmen wir mit. Bin ich quasi jetzt durch das Tutorial einfach durchgerannt und jetzt schon im richtigen Spiel angekommen? Wahrscheinlich mag ich deswegen auch so Dark Souls und Demon's Souls auch so gerne, weil es halt mich sehr an zu Hause erinnert. Vor allen Dingen das Meer. Das bekannte Meer des Münsterlands. Das ist der Aasee. Das ist meine Joggingstrecke in Münster übrigens, der Aasee. Sieht in der Tat ähnlich aus. Ich habe auch mal ein grünes Gesicht, wenn ich fertig bin am Joggen. Der Aasee ist ja auch oft genug grün. Bitte, genau. Jetzt wäre nur die Frage, wo ist hier der Tretbootverleih? Ah. Der Tretbootverleih. Home is where the Leuchtfeuer ist. Ingo, probier doch mal bitte, ob du an dem Leuchtfeuer jetzt deine Fackel anmachen kannst. Umschalten. Ach, umschalten. Fackel entzünden. Ja, bitte. Machen wir. Ist jetzt nicht so ultra sinnvoll, hier draußen in der Sonne die Fackel anzuhaben, aber mein Gott. Ich will jetzt aber nochmal zurückgehen. Ich will gucken, was passiert, wenn man jetzt zurückgeht und da irgendwie da drin so ein bisschen Licht macht. Das kann doch nicht sein. Da muss doch irgendwas möglich sein mit der Fackel hier. Ob irgendwas passiert, wenn man alle fertig hat? Ja, das fragen wir uns, glaube ich, jetzt gerade alle. Ob es irgendwie di-di-di-di-di-di macht. Das kommt mir bekannt vor. So. Ach, zumindest sieht es gleich viel netter aus. Also, wenn es nur da sinnvoll war. Da regt sich der Innenarchitekt in dir. Oh, definitiv. Man soll sich ja immer gemütlich machen, wo man ist. Da sind wir wieder. Bei den Mädels da drin vielleicht mal kurz eine Fackel anzünden. Guess who's back? Ich übernehme mal das Pad, auch wenn Ingo nicht gestorben ist. Ich möchte jetzt mal in dieses Dorf. Weg mit der Fackel. Ob ich die umlegen kann? Das ist wahrscheinlich möglich, solltest du aber wahrscheinlich auch nicht machen. Ja, kannst du. Ihr seid eine Bestie. Na, ganz toll. Meinst du, ihr seid eine Bestie, ist noch so eine Vorwarnung? Wahrscheinlich kriegst du irgendwann jetzt gleich mal Besuch von irgendwelchen Leuten. Also einfach Leute schlagen, die in der Gegend rumstehen und dir was erzählen. Du bist hier nicht zu Hause. Sie sitzen. Und ich wollte gerade noch sagen, wenigstens hat er nicht die alte Frau im Stuhl. Alt zu sein ist nie einfach. Also, ganz ehrlich, wenn ich mal ins Altersheim gehe und da jemanden besuche, du kommst definitiv nicht mit. Oder nur mit Plastikbesteck oder so. Das kann doch nicht wahr sein. Erst hier alles schön heimelig machen und Licht anmachen und so. Und dann das finde ich das Schlimmste, was ich im Dark Souls-Land jemals gesehen habe. Überall warten todbringende Leute und die einzigen, mit denen man sprechen kann, sind alte Omas und Alex haut drauf. Lässt tief blicken. Majula. Was meinst du? Majula. Klingt internationaler. Und ab durchs Stadttor. Ich glaube, Majula hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Ja, stimmt. Ich kann jetzt aber doch nur dran denken, wie mich wohl die Omas jetzt haten da in dem Zimmer. Junge, das ist überhaupt nicht die Jugend heutzutage. Es geschieht dir alles recht. Who are you? Na, das frage ich mich. Frage ich euch. Oh, it doesn't matter. Just help me open this door. Okay, wir sollen ihm helfen, die Tür zu öffnen. I've packed my tools in here. But now somebody's gone and locked the door. Der Schmied klingt wie John Rhys Davies. Der Brunnen bietet sich so für so eine 300-Szene an. Stimmt. Oh, da sind schöne Sachen drin. Das heißt, da musst du, also wenn du da dich reinfallen lassen würdest, müsstest du ziemlich genau treffen. Das sind wahrscheinlich so Soldatenseelen oder sowas, die du halt eh wieder unten einsammeln kannst. Aber ich würde es dir erstmal nicht raten. Genau. Majula ist nicht sehr gastfreundlich zu mir. Alle Türen sind verschlossen. Nach 6. Zwischen Ladenschluss ist oder so, weiß ich denn nicht. Oder sonntags. Ja, guck, hier in der Kirche ist immer auf. Das kennen wir doch auch aus dem Münsterland.
schleicht ein ganz ungutes Gefühl. Nicht. Ist vielleicht auch ganz gut für uns. Guck doch mal, ob du eine ältere Frau findest, der du den Rat rausprügeln kannst, was du machen musst. Auch das kennt der Ebenbürener unter Tage. Wir gehen immer weiter unter die Erdoberfläche. In den Kohlenkeller, genau. Ingos Vater ist ja mal unter Tage von was für einem Wagen plattgefahren? Grubenbahn plattgefahren worden. Das ist kein Witz. Hat aber überlebt, alles gut. Geiler Typ. Sag bloß, du hast was gefunden. Ein Karmesin-Parma. Das klingt so ein bisschen wie ein Belag für eine Pizza. Ich bin mir nicht sicher, entweder halt Schinken oder irgendein sehr seltsames Tier. Karmesin-Parma. Da könnte sich auch so ein Wort sein, was Guido sich ausgedacht hat. Das sieht jetzt alles schon wieder so aus, als würdest du da schon irgendwie wieder in recht tödliche Sphären weiter wandeln. Also das sieht, im Normalfall sind solche Kellereingänge immer so Dungeon-Eingänge oder sowas. Kriechen? Nö, aber benutz ruhig den Lebensstein, wer weiß. Man kann ja nie wissen. Wir können hier mal ins Inventar gucken, um festzustellen, was ein Karmesin-Parma ist. Ja, genau. Check mal bitte, das interessiert mich jetzt auch. Wo finde ich das? Da war gerade eben ein kleiner Schild. Ich will das Parmesan. Da, nee. Ich finde es noch nicht. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber im Inventar haben wir gerade tatsächlich ein kleines Schild gesehen. Damit wäre die Diskussion auch beendet, ob der Ritter jetzt einen hat oder nicht. Ich kann. Wenn du nur Omas umklopfst, brauchst du auch kein Schild. Ich meine, die wehren sich nicht. Das war wirklich. Ich habe dir auf den Kopf gehauen und dir gesagt, alt zu sein ist nicht einfach. Wenn man alt ist, kommen Leute und hauen dich. Also wirklich, wenn das die Aussicht darauf ist, wie das ist, wenn ich alt bin, wenn dann so ein Typ wie der ankommt, dann weiß ich nicht. Gibt es denn irgendwas in Majula, was wir noch nicht gesehen haben? Was ja, den Leuchtturm. Zum Leuchtturm. Das ist doch ganz nett. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. Also der möchte uns jetzt hier vielleicht den Mut nehmen. Das war keine Absicht. Ich habe ihm einfach mit dem Dolch in den Kopf gehauen. Aber warum denn auch nicht? Der Controller hat mehr als nur eine Taste. Du musst nicht alle Leute hauen, um mit ihnen zu interagieren. Naja, aber er ist auch relativ gelassen jetzt dafür, dass ich ihn mit so einem Schwert in der Frisur gepult habe. Also Frau Gernertal hat es dafür auch mal später richtig Ärger gegeben. Oder aber der ist dir dann halt nicht zu Hilfe gekommen und meinetwegen vor einem Bosskampf oder irgendwie sowas. Wenn du nett zu einigen Leuten bist und deren Sidequests halt so ein bisschen gemacht hast, dann kamen da auch mal durchaus Leute und haben sich irgendwie vor so einem Bosskampf katapultiert. Bla bla bla. Ich habe ja gehört, wenn man nicht nett ist zu den NPCs, dass man später höher Gefahr läuft, von so einem Phantomheim gesucht zu werden. Wie bitte? Ich krieg Tipps aus dem Hintergrund, links rum. Wie bitte? Weiter links. Wie bitte? Nein, ich finde das Mädel nicht. Oh, hinter mir ist ein Mädel. Wenn wir hier nicht Hilfe aus dem Hintergrund hätten, dann würde gar nichts gehen. Ah ja. Are you the next Mark? Ah, jetzt wird's auch spannend. Or merely a pull of fate? Sind wir der nächste Monarch? Guck mal in die Kamera. Wir werden uns mal weiter mit der Dame unterhalten und in der Zwischenzeit machen wir ein kleines Päuschen, oder? Würde ich auch sagen. Und sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dann. Go on and see the king.
He who made Dranglake what it once was. He who peered at the essence of the soul.